der Geburtstag von meiner Tochter auch. Ja, das ist los, das ist immer noch. Das ist natürlich super. Zum Sieg. Heimsiege schmecken immer besonders gut, oder? Ja, das auf jeden Fall. Gerade vor dem Publikum hier und ja, der Wettergott hat mitgespielt und ja, wir können einfach nur Danke sagen an alle, die heute gekommen sind, rausgekommen sind und ja, auf ein neues Wiedersehen nächstes Jahr. Du hast ja schon mal ein Statement, 2024 sehen wir uns gerne wieder. Wir haben dich ja heute, oder andersrum, ich fange mal anders an, sonst bist du einer derjenigen, der wird beim Rennen ankommen, kriegt sein Rad, zieht seinen Helm an, fährt Rad, fährt gut Rad, fährt schnell Rad. Heute hast du Strecke mit aufgebaut, hast Dinge mit angepinselt, hast das Kinderrennen mit organisiert. Hat man so eine Vorstellung, welch organisatorischer Aufwand für ein Rundstreckenrennen betrieben wird und was es bedeutet, was die Jungs und Mädels im Hintergrund das ganze Jahr über leisten? Ja, da steckt natürlich sehr, sehr viel Arbeit hinter und da möchte ich auch dem Verein danken. Ich selber habe auch in der Organisation viel mitgewirkt, Sponsoren mit an Land geholt. Ohne den ganzen Sponsoren wäre es heute auch gar nicht möglich gewesen. Und
ja, da einfach nur ein großes Dankeschön, die heute ja, seit 8 Uhr aufgebaut haben. Jetzt noch das Abbauen, morgen früh noch ein Stück mit abbauen. Und ja, das heißt, vor der Schmitternacht ist nach der Schmitternacht. Also ab einem Monat geht es dann wieder los für die nächsten Planungen nächstes Jahr. Und ja, ich denke, das Event ist jetzt über die Jahre ziemlich gewachsen. Und ja, lass es einfach weiter groß werden. Also bis nächstes Jahr. Jetzt wird es weiterhin gut erholen. Da stehen noch ein paar Aufgaben an der Radtour und auch die deutschen Aufgaben in Hamburg, Deutschlandtour und so weiter und so fort. Euch allen noch einen schönen Freitagabend. Viel Spaß.